Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play von 2019. Station Nummer 19, wenn ich richtig im Kopf habe, müsste jetzt anstehen. Nee, 18 ist es. Mexiko. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir fahren heute eine Runde in Mexiko. Oder einige Runden. Heute mit dem freien Training, hier an diesem Freitag. Da wollen wir natürlich heute wieder ein bisschen anknüpfen an die Erfolge. Aber wir haben ja in Japan so richtig verkackt. Also das zumindest, was den Sonntag betrifft. Platz 15. Also da hatte ich niemals mit gerechnet, dass das so ein schlechtes Ergebnis wird. Aber okay, wir müssen damit leben. Wir müssen es akzeptieren. Und das kann eigentlich nur besser werden. So. Dann gucken wir mal. Die Wettervorhersagen für Qualifying und Rennen sind trocken. Sehr schön. Gut, dann gehen wir ins nächste in die nächste Session, und zwar Training Nummer 1. Herzlich willkommen in Mexiko. Das Wochenende beginnt mit dem Training am Freitag, bei dem wir schon mal abschätzen können, wer im morgigen Qualifying die Nase vorn haben könnte. Ich bin wieder mit Stefan Römer vor Ort. Schön, dich zu sehen, und ich möchte dich auch gleich fragen, wie diese Fahrer die Autos während des Trainings verbessern. Wie viel, denkst du, kennt man bereits durch Simulationen, und wie viel Arbeit muss man schließlich noch mit den echten Wagen auf der echten Strecke reinstecken? Eine sehr gute Frage, und ich glaube, es lässt sich leicht damit beantworten, dass man nie genug Informationen haben kann. Die größeren Teams haben sehr komplexe Simulationen und kluge Leute, die sozusagen im Hauptquartier mit den Zahlen spielen. Sie können dir allerdings nicht sagen, wie die Streckenbedingungen sein werden. Wie hoch wird die Temperatur sein und wie wird sich das alles auf die Reifen auswirken? Es gibt Millionen an Variablen, die für das Rennen an sich wichtig sind, doch der Computer kann das Auto den Bedürfnissen des Fahrers nie ganz anpassen. Irgendwann muss mal ein Mensch mit dem Ding fahren und alles so richtig spüren, weshalb die Fahrer unterschiedliche Einstellungen haben. Nichts ist besser als das Testfahren auf der Strecke. Chat with Carl about the new parts, and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so give them a try. Es kann nur besser werden, auf jeden Fall. Und ja, wir sind auf jeden Fall weiter am Start. Die Teile sind drin, Auto funktioniert, Setup geladen, und ja, gucken wir mal, was die Wetterbedingungen betrifft. Trainingsrennen, Training 2 trocken, Training 3 trocken. Hey, wir haben ein recht trockenes Rennwochenende. Wunderbar. Das freut mich doch. So, Was sind da die Reifen? Right, I'll get these changes made. Right. Wo hab ich denn? Ach, da. Ah, mein Gott. So, okay, dann gehen wir auf die Strecke. Aber wir fahren eh die Mediums, weil wir fahren eh die Reifen, die wir brauchen. Die wir auch im Rennen benutzen. Wofür jetzt unnötig irgendwelche Reifen verballern, die ich eh nicht benutze das ganze Wochenende. Das sind die harten einfach, die brauchen wir nicht. Ja, herzlich willkommen, wie gesagt, zurück zu Let's Play F1 2019. Wir sind auf jeden Fall dabei, wieder mit dem großen Preis von Mexiko. Heute Station Nummer 18 steht an. Wir wollen natürlich wieder ein gutes Ergebnis rausholen, ähnlich wie es auch im vorletzten Rennwochenende passiert ist. Dann wollen wir auch diesmal im heutigen. Ja, warum euch wundert, warum kein Thumbnail tatsächlich, also kein vernünftiges Thumbnail gekommen ist, es liegt einfach nur daran, dass der offizielle Grand Prix von Mexiko noch nicht gefahren ist, wenn dieses Rennen rauskommt, oder? Es ist genau an diesem Wochenende, ja. Und deswegen habe ich kein Thumbnail drin. Deswegen habe ich auch nur diesen Platzhalter drin. Wir lassen es erstmal auch so sein. Aber ich hoffe, dass ich euch dann USA Abu Dhabi, das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Okay, David Butler fährt die erste schnellste Rundenrunde dieses Rennwochenendes. Sein Toro Rosso steht also jetzt mit den Mediums auf dem P1. Aber wir wollen natürlich erstmal was machen. Wir wollen natürlich nachliefern. Wir sind ebenfalls jetzt. Wir wollen natürlich jetzt ein gutes Ergebnis rausholen.
Wenn wir sie nachziehen. Ich mag ja diese Strecke. Wir müssen ein bisschen arbeiten jetzt gerade. So, jetzt geht's auf die lange Zielgeraden. Aber da kommen wir ein bisschen... Ja, wir sind Erster. Aber die Zeit war nicht gut. Wir haben uns am Ende nicht wirklich gut konzentriert. 1:21.2, da geht doch noch was. Da muss Minimum 1:29, vielleicht sogar 1:19 rein. Jetzt war ein bisschen konzentrieren gerade. So, der Eis klappt. Das ist das Wichtigste. Mal gucken, wie das Rennwochenende wird. Ich komme mal dran. Weber fährt ebenfalls da vorne mit rein im Alpha. Mein Team für die Samstagsliga. Nur nebenbei. Morgen gibt es keinen Livestream. Obwohl, morgen gibt es Livestream. Letzte Woche gab es keinen. So ist es richtig. Ja, da habe ich ein bisschen... Deshalb vergesse ich aber immer wieder, ne? Jetzt 21.2, das ist auch nochmal 200 schneller, aber da muss doch mal was gehen. Ich weiß nicht, was da passiert, wenn die Top-Zeiten kommen. Weil dann immer ein Hamilton und ein Vettel. Ich lieber gehen wir noch mit Platz 3 in der Konstrukteurs-WM. Und dazu müssen wir aber Vettel irgendwann auch mal anfangen, weiter zu schlagen. Das, was er jetzt im letzten Rennen, oder was wir jetzt im letzten Rennen abgeliefert haben, oder auch in Singapur, das war definitiv eine Katastrophe. Gut, in Singapur ist er ausgeschieden, aber im letzten Rennen ist er ja relativ gut platziert gewesen. Ich glaube, das Ding hat er sogar gewonnen. Aber da müssen wir auf jeden Fall jetzt auch mal ein bisschen was holen. Sektor 2 sogar violett, das sieht gut aus. Als 20.8. Nochmal eine gute Zeit hingesetzt hier. Guck mal, die Tabelle momentan. Ja, knapp vorne. Aber warten wir da jetzt. Ja, doch, ich wollte gerade sagen, da kommen schon die ersten Top-Zeiten. Nico Hülkenberg auf Soft vorne. Der wird momentan auf Platz 5. Also ich denke mal, ja, ich weiß nicht, ob wir noch mal um Sieg mitfahren in dieser Saison. Aber es fängt schon mal ähnlich an wie in Japan. Da fing das nämlich genauso an. So, warte mal. Kann ich nicht in die... Ne, ich kann nicht in den Turm, ne? Scheiße. Das müssen wir gleich machen. Das Auto noch ein bisschen verbessern. Platz 5. Alle Fahrzeuge, die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Hülkenberg, Vettel und Lewis Hamilton. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1.
Ja, Hülkenberg vorne auf Platz 1 hat man auch nicht so häufig. Naja, Training 2. So. Vielleicht noch mal kurz was reingucken. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Was haben wir denn da jetzt so viel gemacht? Noch mal die Rolldämpfer. So. Na gut, wer will da nicht geben? Okay. Gut. Dann gehen wir rein ins T2. Wir wollen ja im zweiten Freitraining auch gute Ergebnisse holen. Du kannst ja zweimal so fahren. Ich weiche mal ein bisschen von meinem ursprünglichen Plan ab. Wir wollen ja ein gutes Ergebnis rausholen jetzt für das Rennen, für den Rest der Saison. Wir wollen ja, wir müssen ja liefern. Wir müssen ja wieder ein bisschen paar Pünktchen mitnehmen. Oh, das war nicht gut. So, diesmal denke ich auch an den Sprit. Anbremsen hier in Kurve 1. So, hier schön in diese ganz, ganz engen Kurven hier hinten. Da müssen die Kurven 5 und 6 eigentlich sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wir haben schon wieder eine violette Zeitstelle. Gut, kein Grundstück, wenn wir sowieso da, ja, wenn wir, glaube ich, die Ersten sind auf der Strecke sind. Wir brauchen gar keinen Ringswetter für dieses Wochenende. Wir haben ja eins. Für den Fall, dass es wirklich so passiert. Aber wir wollen jetzt auf jeden Fall mal was vor. Wir wollen jetzt wieder ein bisschen was liefern. Nächster Sektor, violett, Ewald. Für den Nächsten, der vorne eine Bestzeit setzt, ist der 11. aus dem ersten Training. Ist nämlich Valtteri Bottas. Ein Mercedes auf jeden Fall mit einem guten... Wenn er zwar 1,22 jedenfalls auf Fahrt, also der geht eher auf die Long Runs. Sollte eigentlich also kein Problem sein, diese Zeit von ihm zu packen und eine 19,7. Mal eben gute 2 Sekunden schneller als eben Valtteri Bottas. Das war halb fast schneller als er. Aber das ist kein Kunststück, wie gesagt, wenn man... Wenn man im Gegensatz zu ihm auf den schnellsten Reifen unterwegs ist, ist doch nicht so aussagekräftig. Die aussagekräftigen Ergebnisse kommen jetzt am Samstag. Vor uns ist es Grosjean. Das müssen wir natürlich erstmal nicht vorbei da. Das war nicht ganz unwichtig. Und 19,2, nochmal nachgezogen. Ah, Renault auf jeden Fall mit einem starken Auftakt in dieses Rennwochenende. Jetzt Ricciardo auf einmal mit einem
guten zwischen zweiten Platz. Ich muss ein bisschen vom Gas vom Links runter. Ein bisschen von meiner Linie war ich noch, als der Haas da vor mir rumgeschlichen ist. So, jetzt sollte die Zeit nochmal, die Zwischenzeit nochmal ein bisschen besser werden. Nochmal eine gute Zeit nachgelegt. Das könnte für die Spitze sogar reichen. I know it's tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3 if you can. Na, wir werden das Team wechseln nach der Saison. Daher ist es relativ egal. Ich sehe nämlich nur 4 Rennen. So, wir sind eine halbe Sekunde vor dem Red Bull, vor Max Verstappen. Das ist ja gut. Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Hülkenberg und Max Verstappen. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Also Hülkenberg kommt tatsächlich sehr gut zurecht mit den Soft. Und da das überwiegend alles Soft gefahren ist, Bottas wieder nur auf 13. Habe ich das Gefühl, dass der Hülkenberg auf jeden Fall da ordentlich gebaut hat. Also das Renault ihm ein ordentliches Auto hingestellt hat. Aber mal gucken, wie das Training aussieht. Das Training 3 jetzt aussieht und vor allen Dingen dann morgen in der Qualifikation. Jetzt gehen wir erstmal in Training 3. Gut, dann gehen wir rein. Ja. Im Motorhome ist langweilig. So, da sind wir auf der Strecke. Wir können auch wieder direkt auf, wir können auch direkt auf die Strecke. Aber warum fahre ich eigentlich? Ich wollte eigentlich mit den Softreifen fahren und ich wollte nicht mit Medium fahren. There's a few cars out on track. Perhaps we should get out there before it gets busy. So, dann gehen wir jetzt auf die Strecke. Im Auto scheint die Strecke wieder ein bisschen zu liegen. Hamilton jetzt mit einer Zeit. Also das wird auf jeden Fall erstmal eine Richtlinie werden. Eigentlich sollte man gucken, dass wir Vettel gepackt bekommen. Aber gucken. Vielleicht mal fahren. Zweite Saison auf jeden Fall. Das ist klar. Vielleicht sogar noch eine dritte. Müssen wir mal gucken. Aber wir werden nächste Saison auf jeden Fall zu einem Mittelklasse-Team wechseln. Und dann ein Top-Team in der letzten Saison. Aber mal gucken. Wie es wird. Ja. Bevor ich meinen kompletten Content jetzt durch habe für die Zeit, wo ich jetzt im Urlaub bin, alles ausgearbeitet. Formel 1 ist hier das letzte Teil, ist der letzte Teil, das letzte Puzzleteil.
sind eine halb, 0,3 hinter Hamilton. Also die erste Runde wird schon mal nichts werden, das kann ich euch jetzt schon sagen. So. Gucken, wie die Zwischenzeit wird. Minimal, aber auch nur. Wir haben im zweiten Sektor nochmal richtig Zeit gut gemacht. Vielleicht reicht es tatsächlich, um Hamilton hier seine Position streitig zu machen. In der 19.2 legt er uns mal richtig Zeit. Gut, aber das ist Platz 2. Der hat Glück gehabt, dass er die letzte Runde nochmal gut gefahren hat. Mit der Runde hat er uns am Ende die Position nochmal geholt. Und mit dem fetten Gemisch wird es ein bisschen einfacher werden, um ihm die Zeit da gut zu machen. Ja, vorhin ist nämlich Hamilton noch unterwegs. Der ist nur eine Kurve jetzt vor uns. Das Auto, was da vor uns sitzt, abgebogen ist, ist silberfarben, ne? Das ist der Mercedes vom Briten. Ja. Ich will ja hier das Ding auch gewinnen, ne? Und wieder einen besseren Eindruck machen als das, was wir in Japan gemacht haben. Die nächsten Rennen, die jetzt kommen, die liegen mir. Das ist nämlich jetzt Mexiko, danach nächste Woche USA, dann geht es nach Brasilien und dann geht es im Saisonabschluss Abu Dhabi. Also durchaus Rennen, die mir liegen können. Für die WM wird es definitiv nichts werden, das ist schon mal klar. Das ist eigentlich so gut wie amtlich. Aber wir schauen mal, was jetzt in den nächsten Rennen kommt. Wer weiß, was passiert, wenn wir wirklich alle 4 Rennen gewinnen sollten. So, jetzt gehen wir hoch auf 1. Bestzeit. Und zwar als 18.9. Aber mit 19.2, der kommt momentan mit dem Auto nicht zurecht. Und immer wieder die gleiche Kacke. Ja, wir haben ein bisschen verloren. War irgendwie sauber. Regen 15 Minuten angesagt. So. Sektor 2 geht ebenfalls auf Violett. Leichter Quersteher drin in der Runde. Ja. 18.7. Nochmal eine Bestzeit gesetzt. Ja, das war schon das freie Training, liebe Leute. Es geht verdammt schnell. Eine gute halbe Sekunde vor Hamilton. Sieht zumindest besser aus, auf jeden Fall, als die letzten Wochen, als das letzte Wochenende. Gut, Japan ist auch nicht so eine Strecke, wenn ich ehrlich bin, die mir liegt. Ich mag die Strecke nicht so. Das ist nicht meins. Nicht meine Welt. Oh, was ist das? Perez durch 29.0 im ersten Sektor. Aber bei uns ist es halt der zweite, ne? Im zweiten Sektor sind wir eine Sekunde schneller als ihr. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Russell auf 11. Richter, Hamilton und Sebastian Vettel. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurückziehen. Renault aber allgemein mit einem komplett guten Wochenende. Siebter Platz diesmal für den Nico Hülkenberg, der war ja vorher auf 1 und 2 und jetzt auf 7. Wir sind ja dann mit Platz 5, 1 und 1 dabei gewesen, also auch für uns scheint der Auftakt hier sehr gut zu gelingen.
Naja. So, das war Training. Bleibt alles weit trocken, wie es sein soll. Und dann verabschiede ich mich hier aus dem Motorhome. Aus dem Williams Motorhome. Wir sehen uns morgen wieder dann um 14 Uhr mit dem Qualifikationstraining zum Großen Preis von Mexiko. Bis dann. Tschüss.